Moin Leute, ich bin heute bei dem Oliver Rolf, quasi meinem Nachbarn, der betreibt hier noch ein Schwarz-Weiß-Labor. Und im heutigen Film wollen wir euch mal zeigen, wie ihr Filme selbst entwickeln könnt. Olli, ich habe ein paar Filme belichtet. Ja. Und ja, mal so ein paar Überraschungsdöschen mitgebracht. Ja, das ist noch ein bisschen Sache. Was hatte ich dir im Vorfeld schon vorbeigebracht. Also genau. Wir haben natürlich das ein oder andere vorbereitet, aber hier haben wir zwei Filme. Den einen, den habe ich belichtet und den anderen, den hat die Lina belichtet, meine Praktikantin. Das heißt, wenn einer davon nichts geworden ist, kann ich immer noch sagen, ich bin raus. Ne? Ja. Na, die erste Frage ist immer, wie habt ihr belichtet, so wie es draufsteht? So wie es draufsteht. Genau. Ja, das heißt auf ISO 100, beziehungsweise der, hier haben wir Ilford. 125 dann, ne? Genau, das ist ein 125er. Mhm. Kann ich die nachher alle in einen Topf schmeißen und alle gleichzeitig entwickeln? Oder wie unterscheiden die sich hinterher bei der Entwicklung, die Filme? Ja, da muss man eigentlich sehr, nicht eigentlich, sondern da muss man sehr genau sein. Und im Prinzip ist jeder Film anders. Wenn ich jetzt hier gucke, haben wir einen Fuji Arcus, einen 100-Aser-Film und den Ilford. Die haben nun gerade die gleiche Entwicklungszeit. Die variiert nach Temperatur und Verdünnung des Entwicklers. Da kommen wir gleich noch zu. Im Prinzip ist es aber zum Beispiel, wenn ich den HP5 jetzt hätte, der würde auch genauso laufen dazu. Wenn ich aber jetzt einen T-Max hätte oder auch den Tri-X, alte Generation, der läuft für die 400 ASA, die hat deutlich kürzer. Über welche Zeiträume sprechen wir da? Wir sprechen da zwischen 4,5 und 8-9 Minuten. Oh, das ist ja schon, ist ja schon ein ganz schöner Unterschied. Ja, man muss, ne? Also auf eine halbe Minute genau sollte man auf jeden Fall sein, wenn man ein gutes Ergebnis haben möchte. Bei mir ist es, sind es 10 und 5 Sekunden, weil ich dafür dann auch eine entsprechende Uhr und einen Prozessor nutze, aber letztendlich in der Handentwicklung sind so die halbe Minute und da achtet man auch darauf, dass die Ein- und Ausgießzeit dazugehört und solche Dinge, dass man sich da nicht vertut, aber das, da muss man schon ein bisschen genauer sein. Also vom Prozess ist aber eigentlich immer alles gleich. Das heißt, wenn wir gleich über Chemie sprechen, über Gerätschaften und so weiter, da gibt es keine Unterschiede. Nee, eigentlich nicht. Also die Chemiemenge macht es natürlich. Bei einer größeren Dose muss man mehr Chemie benutzen letztendlich. Also größere Dose heißt, dass man mehrere Filme auf einmal entwickeln kann. Aber es gibt unterschiedliche Chemikalien, mit denen man Filme entwickeln kann. Wobei das viele, viele Unterschiede macht, die man nicht alle aufzählen kann. Man sollte, wenn man startet, sich mit Standardsachen auseinandersetzen so ein bisschen. Da gibt es einfach Entwickler, die können alles, das ziemlich gut. Die sind dann nicht für die speziellen Einsätze gedacht. Okay. Und damit kann man ganz gut arbeiten. Lass uns doch mal vorne anfangen, was wir brauchen. Ja, weil ich denke mal, das ist bei vielen Zuschauern hier so das Erste, das ist ja, oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ja klar, einen Film kaufen. Ja, jetzt habe ich das Patrönchen hier und weiß aber nicht. Habe ich, ne, habe mir irgendwie eine analoge Kamera gekauft, aber was brauche ich jetzt? Ja. Was muss ich? Also man muss natürlich als erstes mal den Film, den man ja in der Kamera belichtet hat, vor- und zurückgespult hat, wenn es ein Kleinbildfilm gewesen ist, hat man ihn wieder in der Patrone und im Prinzip muss er ja in irgendwas rein, wo man ihn dann entwickeln kann. Sprich, wo er auch nach wie vor nicht im Licht ist, weil er ist ja lichtempfindlich, das haben wir ja irgendwie, muss er ja sein, sonst kriegen wir unsere Bilder ja nicht darauf. Und gleichzeitig muss er aber die Chemie rein raus können. Dafür gibt es eine Entwicklungsdose, das ist eine lichtdichte Einheit, wo man den Film reintut. Reintut, sage ich mal, einspult. Das so machen wir gleich, wie das geht. Ne? Also ich brauche eine Filmentwicklerdose, nennt sich das. Richtig, ne? Genau. Hier in diese etwas größere passen tatsächlich zwei Filme rein, das werden wir dann gleich sehen. Was wir noch brauchen dazu, ist dann die Chemie 1 und Chemie 2, Entwickler und Fixierbad. Okay, das heißt einmal entwickeln und dann muss quasi das Fixierbad stoppt das Entwickeln. Richtig, ne, das, dazwischen kommt noch ein Wasserbad mit etwas Essigsäure, das stoppt tatsächlich diesen Entwickler. Ist aber kein, und ist das destilliertes Wasser? Oder? Nee, ist normales ganz Wasser. Normal. Wir brauchen destilliertes Wasser, brauchen wir eigentlich gar nicht, außer vielleicht ganz zum Schluss, wenn man die Wasserflecken vermeiden will. Nee, da kann man normales Leitungswasser nehmen. Und hier ist jetzt eine fertige Lösung drin von dem Entwickler. Und hier ist eine fertige Lösung drin von dem Fixierbad.
die Sachen sind so fertig angesetzt, die werden wir nachher noch in der Temperatur messen, weil das wiederum auch Einfluss hat. Das kann man aber so quasi, ich sag mal, von der Stange kaufen. Ja, das kann man von der Stange kaufen, also so spezielle Sachen. Klar, man geht natürlich, hast du eine Empfehlung da? Man geht natürlich heute nicht mehr so in einfach so in Drogerie und kauft irgendwas, klar. Aber es gibt ja genug online. Ich muss jetzt mal so ein bisschen doof nachfragen. Ja. Wenn ich jetzt bei Google was eintippe, tippe ich da einfach einen TT-Nal-Entwickler oder gibt es da noch, gibt's noch irgendwas Spezielles? Nee, man kann es noch etwas spezialisieren, das stimmt schon. Hast du natürlich recht, TT-Nal-Entwickler, dann kriegt man alle Entwickler, die haben, sind wahrscheinlich an die 17 Stück. Nee, man würde tatsächlich Schwarz-Weiß-Filmentwickler also und da gibt es dann eingeben. Ein Produkt? Bitte? Da gibt es dann ein Produkt? Nee, da gibt es dann mehrere. Und dann muss man gucken, was ist der Allround-Entwickler? Wir haben jetzt hier keinen von TT-Nal drin. Der wird zwar von TT-Nal hergestellt oder beziehungsweise abgefüllt. Es ist X-Tol-Entwickler. Es kommt von Kodak. Ist ein richtig guter Allrounder. Lässt sich auch gut, ist sehr, sehr haltbar. Das ist ein großer Vorteil. Also wenn man mal 4 Wochen keine Filme entwickelt, wird der Entwickler nicht schlecht. Das ist ganz wichtig. Und das Fixierbad, was hier drin ist, das ist von TT-Nal. Nennt sich Superfix. Superfix ist einfach ein Name. Fix ist immer die Abkürzung für Fixierer, ist klar. Und Superfix einfach ein bisschen schneller, man hat ein bisschen weniger Zeit, die man dafür braucht. Der ist auch mehrfach verwendbar. Also der Entwickler auch, da muss man dann sehr genau sein. Und beim Fixierbad kann man durchaus einfach über 2, 3, 4 Wochen Filme mit fixieren. Ganz, ganz wichtig, also das Allerwichtigste überhaupt, ist die Reihenfolge der Chemikalien. Wenn ich die durcheinander schmeiße, dann fließen meine Bilder im wahrsten Sinne des Wortes davon. Und ich werde sie auch nie wiedersehen. Was haben wir noch? Dazu gehört eigentlich eine Uhr. Da kann man natürlich jede Handy-Digital-Dings mitnehmen. Wir sind hier etwas klassisch aufgestellt und haben tatsächlich ein Uhrwerk. Trichter braucht man zum Ein- und Ausfüllen. Dann nimmt man auch 2 verschiedene Trichter oder spült ihn zwischendurch aus. Das ist klar. Ein Thermometer, super wichtig, dass man genau die Temperatur messen kann. Ich sage gleich nochmal, wenn wir es machen, warum. Okay. Und dann natürlich Mensuren, also so Messbecher, um aus einem Konzentrat dann eine Arbeitslösung zu machen. Also wenn ich jetzt die Chemikalien meinetwegen hier den Entwickler angesetzt habe, dann habe ich 5 Liter angesetzt und ich verarbeite aber jetzt 1+1, dann muss ich ihn nochmal verdünnen, dann brauche ich halt einfach eine Mensur. Das heißt jetzt 1+, du verarbeitest 1+1, das heißt? Ein bisschen aufgeweicht, genau. Ich habe der Entwickler ist ein Päckchen, das sind 2 × 250 Gramm, die setze ich an. Ach, das ist 5 Liter Pulver. Wasser. Genau. In dem Fall ist es ein Pulver. Ich dachte, ich kriege einen Kanister gleich. Gibt es auch, aber dieser Entwickler ist ein Salz. Das Fixierbad zum Beispiel ist flüssig, aber hier habe ich ein Salz und dann habe ich, wenn ich fertig angesetzt habe, habe ich in einem Kanister 5 Liter fertig angesetzt. Steht auch überall drauf, ist super einfach. Und wenn ich jetzt damit arbeiten möchte, dann gibt es die verschiedenen Entwicklungszeiten für die verschiedenen Filme und suche ich mir das raus. Temperatur kommt dazu. Ich sage es gleich nochmal genauer, wenn wir die Temperatur tatsächlich messen. Und habe jetzt diesen Entwickler hier 1+1 verdünnt. Das heißt, ich habe zu einem Teil Entwickler einen Teil Wasser dazugegeben. Okay. Ich habe hier 500 Milliliter drin, so viel brauche ich für die Dose. 250 + 250. Auch normales Leitungswasser. Und was ist das hier für ein? Ja, das ist ein sogenanntes Sieht ein bisschen aus wie so ein, irgendwie so ein medizinisches Instrument. Da kann man bestimmt auch Sachen mitmachen. das ist eine sogenannte Kaskade. Das heißt, ich hole mir mit diesem Stück, das ist ein Gummischlauch, ein Gummiadapter, aus dem Wasserhahn das Wasser. Und das wird hier durch eine enge Hülse gedrückt. Ah. Und Luft kommt dazu. Die ist zur Schlussfesterung des Films. Man muss sagen, wenn man seine Filme ein bisschen länger haben möchte, sprich aufheben will und auch vielleicht in 10 oder 20 Jahren nochmal die Negative dann anschaut und printen möchte davon, dann ist es gut, wenn sie gut entwickelt wurden und vor allen Dingen haltbar gewässert. Das heißt, das letzte Bad, was wir hatten zum Fixieren, das muss rausgespült werden wieder aus dem Film. Okay. Das ist ein bisschen in dem Film drin, vor allen Dingen auf dem Film drauf. Der zieht jetzt nicht Wasser ein in dem Sinne, aber so ein bisschen tut das eben schon. Und um das rauszuwässern, hängen wir die Dose nachher direkt an das Wasser dran, drehen es auf und lassen da 5 bis 6, 7 Minuten fließendes Wasser durchlaufen. Mit der Luftverwirbelung ist es tatsächlich so, dass diese da so eine Bewegung ist ein drin ist, so richtig ausgespült. So ein Spülvorgang quasi, ne? Genau, wie ein Dampfstrahler eigentlich, also ein bisschen. Gut, dann sind wir eigentlich schon, was haben wir hier noch? Das ist zum Filmaufhängen. Genau, das sind die Klammern nachher. wo man dann den Film, das hat diese kleinen Löcher, wo man es oben einhängt und unten hängt man das Gewicht dran, dann hängt er irgendwo. Da ist natürlich jetzt der Punkt, ein Trockenschrank.
Hat ja auch nicht jeder zu Hause, aber da gibt es einen ganz heißen Tipp. Meine Frau hat einen begehbaren Kleiderschrank. Ja, wenn du den kriegst, dann würde ich dann sofort eine Dunkelkammer daraus bauen. Aber ich habe irgendwo so 10 Zentimeter für mich. Das glaube ich, ist so typisch. Nein, man kann das natürlich super gut zu Hause machen. Und zwar die Dusche ist ein guter Platz, um aufzuhängen. Okay. Filme dauern nicht Stunden und Monate, ehe die trocken sind, sondern das ist in 2 oder 3 Stunden, je nach Zimmertemperatur passiert. Aber in der Dusche ist es immer, oder im Bad ist es ja tendenziell etwas feuchter als in anderen Räumen. Sprich, da gibt es keinen Staub. Der Staub fliegt immer da, wo es am trockensten ist, wo er aufgewirbelt werden kann. Und wenn wir dann in die Dusche oben an den Duschkopf einfach einen Draht machen und die in den Film anhängen und dann vielleicht noch über den Wasserhahn ein nasses Handtuch hängen, weil da, wenn da wirklich ein Staubkorn langkommt, also so eins, dieses Murphy-Korn, ne, das kennen wir ja, ist ja überall, das fliegt dann zum Handtuch und nicht an den Film. Sonst kleben die Dinger auf dem Film, das sieht man nachher. Und da kann man die wunderbar trocknen. Also Trockenschrank ist echt mega Luxus, braucht man erstmal nicht. Okay. Gut, jetzt haben wir das Ganze hier von der Firma Jobo. Oder sagt man, oder sagt man Jobo? Nee, Jobo, das ist tatsächlich. Sie haben uns ein Starter-Set haben sie uns zur Verfügung gestellt. Dieses Starter-Set ist auch so ein bisschen eine kleine Empfehlung. Also wenn jemand jetzt anfangen möchte, hat er da eigentlich die wichtigsten Dinge. Genau, ist außer, ein All-in-One, kann man sagen. Also außer Chemie, ne? Chemie ist nicht dabei, weil die natürlich so individuell auch dann ist, wenn man das gerne möchte. Aber es sind so dieses, eigentlich alles, was hier steht, außer die große Mendur, ist da so Thermometer ist auch dabei. Thermometer ist dabei, das ist, die Filmklammern, die Uhr nicht, auch nicht. Klar. Ja. Aber das ist schon ganz cool, weil dann hat man das wirklich so alles zusammen und kann damit echt loslegen. Ja, Jobo hat das uns netterweise zur Verfügung gestellt. Jobo ist übrigens 150 Jahre alt. Ne? Okay, was heißt denn Jobo? Jobo heißt Johannes Bockemühl. Und so hieß nämlich auch schon der Gründer, sprich der Großvater von dem Johannes, der das alle heute Johannes macht. Irgendwie schon, ja. Aber macht ja, ist auch schlüssig. Ich meine, wenn ich so einen Namen hätte, der so irgendwie durchgekommen ist, dann würde ich das auch erstmal behalten und nicht irgendwie mir was anderes ausdenken, weil passt schon. Dieses Set übrigens, was wir hier haben, das werden wir jetzt natürlich einmal benutzen. Genau. Aber da der Olli natürlich genug von dem Krempel rumliegen hat, haben wir uns überlegt, werden wir das einfach am Ende des Videos verlosen. Ja, da müsst ihr einfach mal bis zum Ende gucken. Und spiele ich das alles wieder schön aus, pack das wieder ein, dann sieht das fast aus wie neu. Oh, ich glaube, da ist keiner böse, wenn du den Entwickler gleich mitschickst. Ne? Ja, ne, klar. Gut, dann kann es jetzt eigentlich losgehen. Was immer so ein bisschen eine kleine Anfangshürde ist, der Film muss raus und da rein und nach Möglichkeit nicht bei Tageslicht. Ganz Möglichkeit, weil schneller als das Licht ist immer so eine Sache, 295.000 Kilometer in der Sekunde, das ist echt schwierig zu schaffen, also müssen wir uns helfen, indem wir das im Dunkeln machen. Das heißt, das Ding, das mache ich jetzt auf mit einer Art Flaschenöffner, richtig? Genau, das ist ein Patronenöffner. Es funktioniert auch den muss man nicht kaufen, sondern da kann man tatsächlich einen ganz normalen Bierflaschenöffner nehmen, der öffnet die Patronen. Also das, man muss eigentlich nur hier unten das Ding abbekommen. Genau. Ne? Muss den das ist, und das zerstört man ja eh. Also insofern. Den mache ich jetzt auf. Jetzt hast du aber hier noch so ein Teil. Und das kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich habe ja damals auch schon selber entwickelt. Ja, ne? Jetzt hast du mir aber eben gezeigt, hier gibt es aber noch so ein. ja, das ist ganz viel. Erklär mal was, zeig mal, was man damit macht. Das ist ein Filmrückholer. Hat den Sinn, dass man bei Tageslicht den Film abschneiden kann. Sprich, diese Lasche, die vorne dran ist, die man zum Einklemmen in der Kamera braucht. Also der hier. Braucht, Ja, guck mal hier. Da sieht man auch gleich den Film, den hat Lina entwickelt. Oh Scheiße, jetzt habe ich verraten, welcher ihre ist. Belichtet. Und sie hat auch gleich ein bisschen Lasche stehen lassen. Das ist immer schon mal gut. Also hier ist ja dieses. Das muss ab, weil das muss ab. Mit diesem kleinen Ende zusammen kriegt man ihn nicht auf die Spirale. Wie ihr werdet gleich sehen, was das ist. Darum kann man es rausholen. Es hat auch noch was anderes. Wenn man nämlich tatsächlich mal einen halben Film belichtet hat und vielleicht nur einen halben entwickeln will, dann muss man ja die Patrone ganz lassen. Das heißt, man kann einen halben Film rausziehen. Oh, da wird es aber schon speziell. Ist schon ein bisschen für Runaways, also da muss man schon ein bisschen aufpassen, aber geht und ist keine so ganz schlechte Lösung. Ja. Also damit, da muss ich jetzt rein. Ja, genau, das sind zwei Laschen. Da schiebe ich eine rein und dann drehe ich und das muss man. Das ist das magische Geräusch. Dann schiebe ich das zweite hinterher und wenn das alles klappt, dann habe ich die Lasche da. Ist ein bisschen wie Zauberei, muss man sagen.
Ich muss sagen, ich kannte das gar nicht. Ich habe immer, ich habe das immer, also ich kenne das so, dass ich habe den aufgemacht und dann habe ich so einfach nach gut Dünken abgeschnitten. Das kann man ja auch im Dunkeln machen. Wo man nichts sehen kann, ist ja fühlen keine Schande. Ja. Man muss ja immer nur gucken, dass man seine Finger da schön einfach mit der Schere so ein bisschen. Und, ja, genau, operiert. Das heißt, jetzt muss ich einfach einen geraden Schnitt machen, genau, oder? Genau, einen geraden Schnitt. So. Und dann schneidet man die beiden kleinen Ecken noch ab. Ah. Weil die sind spitz. Und die hakeln ganz gerne. Wir müssen ja einfädeln, ne? Die hakeln ganz gerne. Wirklich guck, nur das nicht die... das Loch einschneiden. Das ist schon wieder zu viel. Ach, er hat es wieder verbockt. Ja, komm. Aber komm, wir haben ja noch. Wir haben ja noch einen 1,68 Meter. Wir haben ja noch, bis da was kommt. Also nur einmal winzig hier. Winzig klein, genau. Alles das ist wirklich so nur ganz so. Winzig. Weil dann hakelt die beim Einspulen nicht. Mhm. Das ist, und das ist wirklich das, was dann auch Fingerschweiß verursacht. Und dazu führt, dass du im Dunkeln irgendwie, ja, einen Föhn kriegst. Okay, das sind die Feinheiten. Ja, genau. So, jetzt kann ich die Dose aufmachen, richtig? Ja, jetzt kannst du ihn wieder reinspulen. Ach so? Ja, das sind so ein bisschen aus der Praxis. Wenn man jetzt mit dem Öffner, ich will es nur einmal kurz zeigen, ich mach's nicht, dran geht und knickt den Film. Dann kriegt man, ist hat man auch wieder das gleiche Problem wie vorher, dann rutscht er wieder nicht auf die Spirale. Also einmal weg damit. Also wieder rein damit. Ne? Das okay. ist irgendwie hepp. So. Ja. So, und jetzt darf ich aber endlich aufmachen. Jetzt darfst hier. Endlich so. Die Bierflasche öffnen. Das würde ich auch finden unter Filmdosenöffner oder? Ja, wie gesagt, es geht auch ein ganz normaler Bierflaschenöffner. Also dafür so, muss dann man gar nicht sowas kommt, Teures dann kaufen. Jetzt kommt genau. das Ding. Ist, das kann weg. Kann weg. Na, und jetzt habe ich hier den Gut, Film. Genau. Jetzt nach Möglichkeit nicht gleich loslassen, oder? Genau, der ist ja so ein bisschen unter Druck. Der will dann natürlich raus aus dieser kleinen Patrone. Hat er jetzt auch geschafft. Wenn er jetzt runterfällt, macht es Bring. Und dann haben wir so eine Spirale. Ja, dann müssen wir den Anfang suchen. Mhm. Es ist ganz gut, wenn man ihn einfach festhält. Dazu immer bedenken, das machen wir eigentlich im Dunkeln. Ja, wir machen es gleich mit den belichteten Filmen. Dafür gibt es so einen Wechselsack. Ja, das genau. ist dann gleich die Aufgabe, nächste Stufe. Ja, da muss man dann schon richtig... So. Richtig ran. Ich habe jetzt die Dose mal aufgemacht. Mhm. Da sind zwei niegelnagelneue Spiralen drin. Mit der Achse, das Mittelstück, wie man das zusammensetzt, zeige ich gleich nochmal. Wir brauchen jetzt erstmal nur eine davon. Auf diese Spirale, die ist so beweglich, da muss der Film jetzt aufgespult werden. Und das heißt, im Dunkeln muss ich jetzt quasi als erstes das hier finden. Ja, genau, den richtig. Anfang finden. Na, und jetzt muss ich mich hier irgendwie arrangieren. Und dann muss ich quasi einfach mit so einer Ritsch-Ratsch-Bewegung. Ja, vorwärts, rückwärts. Habe ich das richtig in Erinnerung? Aufpassen, dass man hier hinten ihn nicht wieder ausfädelt. Genau, und irgendwann muss man vorne aufpassen, dass man nicht allzu sehr drauf fasst. Dafür gibt es dann. Mal hier an der Seite ist eine Kerbe und da kann ich tatsächlich den Film anfassen, ohne Fingerabdrücke drauf zu machen und halte ihn da fest. Okay. Also es gibt einen Rhythmus, ich mag ihn dir einmal zeigen. Zeig mal. Wenn ich hier den Finger drauf halte und nach vorne bewege, dann nehme ich den Film mit. Dann halte ich hier den Finger drauf und lasse ihn hier los und nehme ihn mit. Und dann nehme ich ihn mit und mit. Das geht dann irgendwie natürlich ganz schnell. Ja. So nach 10.000 Filmen habt ihr es drauf. Abschneiden oder genau, abreißen? Genau, abschneiden, direkt an der Achse. Direkt so. Genau. Richtig, zack, genau. Und dann das letzte noch so Stück nochmal. Weiter, dass es hinter den Anfang kommt. Dann kann der nämlich auch nicht zurück. So, und das Ziel der ganzen Geschichte ist natürlich, dass überall Chemie hin kann. Das heißt, es ist so aufgespult, dass hier die ganzen Flüssigkeiten durch den Film durch können. Jetzt wird spannend. Sowas von. Jetzt soll dieser Film in diese Dose rein. Und dafür hast du so einen Wechselsack, beziehungsweise du hast eine Dunkelkammer. Ja, genau. Aber das ist für unterwegs gar nicht schlecht. Wichtig ist natürlich die Dose vorher aufmachen. Ja, das macht Sinn, da drin nicht machen. Also das ist einfach mal die Einzelteile. So, das so ein bisschen zurechtlegen. Ja. Dann die beiden Spiralen. Genau. Und die Achse. Ja. Die Achse tue ich immer in die Dose, dann weiß ich, wo sie ist. Man darf sie nicht vergessen, sonst kommt letztendlich Licht in die Dose. Das ist natürlich nicht so gut. Dann brauche ich einen Film. Genau. Dann brauche ich den Öffner. Mhm. Und ich brauche eine Schere.
Entwickler, Fixierer, Wasser. Jetzt hast du gesagt, Temperatur ist wichtig. Ja, genau. Also zum Entwickeln von dem Film. Wir haben ja festgestellt, dass die verschiedenen Filme auch die verschiedenen Entwicklungszeiten haben. Die Entwicklungszeit ist aber auch abhängig von der Konzentration des Entwicklers. Mhm. Wir haben jetzt gesagt, wir haben hier 1:1 verdünnt. Das heißt, ich muss dann auch in der Bedienungsanleitung oder online gibt es wunderbare Seiten. Es gibt Seiten, da sind alle Entwicklungskombinationen wirklich bis auf ganz wenige Ausnahmen, also man würde sagen 99,9% aufgeführt. Und dann kann man findet einfach man googlen, das auch. Ne? Ja, genau. Was werden wir hier jetzt brauchen? Und hier ist es so, dass ich jetzt den Entwickler habe in der Konzentration und die Temperatur dazu brauche. Sprich, ist der Entwickler wärmer, dann muss ich kürzer entwickeln. Ich messe das mal. Kälter, genau, mach das doch mal. Wir sprechen aber hier grundsätzlich über einen Vorgang, der bei Zimmertemperatur stattfindet. Genau, das ist Zimmertemperatur. Plus, minus vielleicht. Für Farbsachen, da ist es etwas schwieriger. Aber bei Schwarz-Weiß hat man wirklich den Vorteil, dass man die Zimmertemperatur nutzen kann und es dann im Grunde genommen anpasst. Also sprich, manchmal ist es kälter, manchmal ist es wärmer. Wobei 26 Grad Zimmertemperatur ist schon auch schwierig, weil man dann so ganz kurze Zeiten kommen könnte. So, das Thermometer spricht auch ziemlich flott an. Mhm. Also das merkt man relativ schnell. Das pendelt sich hier meiner Meinung nach bei ziemlich genau 21 Grad ein. Ja, das sehe ich auch. Na, das weiß nicht, ob die Kamera das hier sieht. 21 Grad haben wir da. Also 21 Grad bei der Konzentration. Was brauchen wir jetzt? Wie viele? Bei 21 Grad haben wir 9 Minuten Entwicklungszeit. Mhm. In dem Kipprhythmus, wie ich es gleich mache. Kipprhythmus erkläre ich gleich, wenn man das sieht. Aber vor allen Dingen eben Temperatur, Konzentration, frischer Entwickler. Wenn ich den gebraucht habe, ich kann den wieder reinfüllen in die Dose. Der ist ja, der halbe Liter taugt ja für mehr als 2 Filme. Ja. Sagt auch die Bedienungsanleitung, sind wahrscheinlich jetzt, würde ich mal sagen, 4 bis 6 Filme, die man damit entwickeln kann. Aber dann muss ich auch verlängern nachher. Also wenn ich den jetzt einmal benutzt habe für 2 Filme, dann ist es ja keine frische Chemie mehr. Dann muss ich vielleicht 10% oder 15% von der Zeit. Das steht aufgeben. Aber auch in irgendwelchen Tabellen. Das steht alles immer, okay. Das gibt es zu jedem Entwickler dazu. Das ist quasi Bedienungsanleitung. Genau, aber so, stellt man wir sind jetzt fest, doch bei knapp 20 Grad. 20 Grad stellen sind wir jetzt doch in die Mitte der Chemie. Wie sensibel ist das? Also ich bin ja jemand, der immer keine Geduld hat. Und, 1 Grad ist eine halbe Blende. Okay. Also es ist schon sensibel, wenn man jetzt sagt, man hat auf 100 ASA belichtet, also so wie die Empfindlichkeit des Films auch ist. Und das macht einen großen Unterschied, ob man 22 oder 23 oder 24 Grad entwickelt. Darum also sollte man sich schon... Thermometer. Wir sind bei 20 Grad. Ja. No. Mhm. Da so. Bleibt es auch. Und das ist jetzt der erste Schritt. Der Entwickler kommt in die Dose. Genau. Da ist es jetzt natürlich hilfreich, einen Trichter zu nehmen. Nee, zum Eingießen braucht man erstmal keinen Trichter. Ich kann jetzt den Deckel aufmachen. Die Dose, wenn ich die nachher auskippe, dann plördert die so ein bisschen breiter, der Entwickler. Nee, ich kann diesen Deckel, wohlbemerkt, kann ich abmachen. Die Dose ist ja mit der Achse so konstruiert. Ach, das ist ganz interessant mal für die Kamera. Jetzt kann man da quasi in so einen trichterförmigen Schlund gucken, wo die Achse ist. Und dadurch ist das Ganze jetzt lichtdicht, obwohl ich... Genau. Aufgemacht. Und die Chemie gieße ich hier rein, gieße ich zügig ein, wobei ich vorher die Uhr drücke. Die Ein- und die Ausgießzeit gehört zur Entwicklungszeit dazu. Das variiert man eigentlich auch nicht. Jetzt kommt es natürlich so ein bisschen an, wie genau man arbeiten möchte und. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir einen richtig ordentlich entwickelten Film haben. Machen wir mal. Okay. Deckel nachher drauf, ich zeige es einmal. Und dann gibt es hier einen kleinen Trick bei der Jodose, man drückt das nach innen. Ah, und dann weiß man, die. Das heißt, er saugt sich so ein bisschen fest, weil ich muss sie ja nachher kippen. Okay. Und dann läuft die Chemie nicht raus, weil das ist. Das ist eine gute Idee. Das ist eine wilde Sauerei. Von daher. Gut. Haben wir hier eine Uhr. Wie gesagt, wir sind hier sehr analog aufgestellt. Und dann starten wir einfach mal. Rein damit. Oh, die tickt auch richtig laut, ne? Ja, ne? Ich gehe mal mit dem Mikro. Ich gehe mal mit dem Mikro da dran. Wie so eine tickende Zeitbombe. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit das Ticken auf dem Video haben. So, die erste Minute. Das passt auch größenmäßig genau für die Dose. Das hatte ich so ausgemessen. Genau, jede Dose hat, je nachdem wie viele Filme eben auch drin sind, ihre Füllmenge. Die erste Minute, ich habe eine halbe Minute eingegossen und die erste Minute wird dauernd gekippt. Das heißt, der Anfang der Begegnung von Film und Chemie ist auch immer das Wichtigste.
Da passiert am allermeisten und das muss ganz gleichmäßig sein und darum kippe ich gleichmäßig. Kippen heißt einmal umdrehen und wieder zurückdrehen, nicht auf dem Kopf stehen lassen, weil die Chemie in den Deckel läuft und dann fehlt hier was. Die ist schon genau abgemessen. Wir hatten früher mal gesagt, man soll den immer so leicht auf den Tisch hauen. Das machen wir gleich. Luftbläschen. Ja. Ach, das kommt gleich. Schleudert das ja da drin, wobei der Entwickler auch, das ist eine Seife, der macht ein bisschen Schaum, aber nicht so viel. Das ist alles so geregelt, dass das nicht so schlimm ist. Im Prinzip ist das richtig. Ich stoße das jetzt auf. Deswegen habe ich mir hier ein Tuch hingelegt, damit das nicht so viel Krach macht. Das bedeutet einfach, dass die Luftblasen, die zwischen den Filmschichten jetzt hängen, durch das Drehen nach oben weggehen. Weil da, wo Luft ist, ist natürlich logischerweise kein Entwickler. Da muss man immer ein bisschen darauf achten. So, und jetzt habe ich pro Minute, kippe ich zweimal. Ja, also alle 30 Sekunden mache ich quasi die Dose einmal, nehme ich die in die Hand, drehe die einmal rum und stoße sie auf. Das macht man jetzt 9 Minuten lang. Ja, Punktlandung. 9 Minuten waren das jetzt ganz genau. Genau. Das nächste, was da jetzt reinkommt, ist Wasser mit einem kleinen Schuss Essigsäure. Da kann man ganz normale Essigessenz nehmen. Nicht den guten Himbeer-Weinessig, der in der Küche steht, weil da sind auch andere Stäffchen drin, die da nicht reingehören. Das. Und das wird schnell bewegt, 1,5 Minuten ungefähr. Da kommt es nicht so genau darauf an. Es geht darum, dass der Entwickler abgewaschen wird von dem Film und gestoppt wird. Also sprich, wir haben eine Säure-Base-Reaktion, nennt man das. Der Entwickler ist ein bisschen seifig und die Säure stoppt das ein bisschen. Einfach damit, deswegen, damit das Fixierbad das nicht machen muss. Fixierbad und Entwickler mögen sich nicht. Wenn die sich begegnen, gibt es einen kleinen Kampf und der macht eventuell einen Fleck, vor allen Dingen auf Papier. Weniger auf Film jetzt, aber auf Papier kann das schon mal vorkommen. Nur da kommt es jetzt nicht so genau drauf an, ob das 2 Minuten sind oder 1 Minute. Nicht 5 oder 6 oder 8 Minuten, also nicht vergessen, nicht rausgehen. Man bleibt beim Filmentwickeln auch dabei. Das gilt nachher auch fürs letzte Bad. Das ist nebenbei super wichtig, dass man sich so doch ungefähr an die Zeiten hält. Da könnte man jetzt auch Temperatur messen und es genau ausrechnen. Beim Fixierbad ist es eigentlich wichtiger, dass man den Alterszustand mit berücksichtigt. Also vom Fixierer. Hier habe ich jetzt eine frische Lösung, da weiß ich, 6 Minuten ist die Sache erledigt. Aber wenn ich zum Beispiel schon 6 Filme darin entwickelt habe, dann muss ich schon gucken, dass ich deutlich länger fixiere. Und deutlich heißt dann nicht 6 oder 7 Minuten, sondern 8 oder 9 Minuten. Okay. Sonst ist mein Film nicht ausreichend fixiert. Fixieren bedeutet einfach, dass die Lichtempfindlichkeit des Filmes weggenommen wird. Damit wir ihn uns dann auch irgendwann mal angucken können. Richtig, genau. Sonst muss er ja für immer und ewig in der Dose bleiben. Auch doof, wenn wir mit dem Dosen anrufen. Die Flüssigkeit hat jetzt so einen ganz leichten lila Schimmer. Ist das genau das, was ich quasi hier, kommt das hier von dieser? Ja, ähnlich. Das ist die Lichthofschutzschicht, die auf dem Film ist. Das ist eine Schutzschicht, die man braucht, damit man keine Reflexionen in dem Film hat, wenn man durchbelichtet, also auch in der Kamera und so weiter. Lass es einfach so stehen. Ja, ich wollte das einmal in die Kamera halten, so, ob man diesen leichten Farbschimmer sieht. Das weiß ich jetzt nicht genau. Das ist eine Schicht, die auf dem Film ist, die sich ablöst, die man auch nicht mehr gebraucht wird. Die wird beim Fotografieren gebraucht. So, jetzt haben wir die Dose mit dem
Film drin, die fixiert sind. Jetzt brauchen wir das Wasser dazu. Wir haben hier diese Kaskade. Das ist einfach eine Wässerungshilfe. Da kann man auch einen normalen Schlauch nehmen. Man kann auch Wasser eingießen, in die Dose schütteln und wieder ausgießen. Das muss man alles nicht haben. Hier ist es einfach in dem Starter-Set von Jovo mit dabei. Macht total Sinn, weil man auch Wasser damit spart. Man hängt die hier rein, ja, und dreht vorsichtig das Wasser auf. Nicht zu doll, sonst fliegt einem das nämlich um die Ohren, weil das Wasser nämlich in diesem schmalen Stück hier unten quasi gebündelt wird, um ein bisschen mehr Druck zu haben. Außerdem zieht es Luft mit ein. Das heißt, man hat in der für den Film auch eine Durchwirbelung von Luft, dass einfach die besser die Chemie ausgewässert wird. Okay. Also ausgespült aus dem Film raus. Sie ist ja ein bisschen auch drin. Jetzt füllen wir ein und irgendwann werden wir gucken. Ja. Jetzt sieht man also nichts mehr, weil das gefüllt ist. Ne? Ja, es blubbert genau. Mhm. Das kommt jetzt gleich auf ein gewisses Niveau. Und wir haben auch hier irgendwo eine Markierung auf der Seite. Die ist jetzt hinten. Mal noch ein bisschen Gas geben. Und dann läuft das. Das lasse ich jetzt einfach raus laufen. Und ihr seht, es blubbert. Das heißt, wenn ich hier oben zuhalte, kommen keine Luftblasen mehr rein. Sollen sie aber, die zieht sich Luft. Und das lasse ich jetzt laufen. Auch wieder ein paar Minuten. Fünf Minuten. Ja, genau, das reicht, wenn man so eine Kaskade hat. Wenn man Wasser wechselt, dann muss man 10-12 Mal das Wasser wechseln. Man kann es, wie gesagt, einfach eingießen mit der Mensur, schütteln. Es gibt noch eine Sache, die nicht ganz unwichtig ist dabei, und zwar die Temperatur. Die die Wassertemperatur. Ja, das gilt auch für die Chemikalien, wobei die hatten wir ja nun auf dem Tisch stehen. Mhm. Ich muss sie messen, die Temperatur, für den Entwickler, weil er mir die genaue Zeit gibt. Beim Fixierbad kommt es nicht so drauf an, aber der Unterschied zwischen den Chemikalien oder dem Wasser und den Chemikalien darf nie größer als 5 Grad sein. Aber aus so einer Leitung kann ja schon ziemlich kaltes Wasser kommen. Ja, darum habe ich vorher gefühlt. Ach, hier und da hast du ein bisschen warm dazu gedreht. Genau, man kann ein bisschen warm dazu drehen. Oder man weiß halt, das Wasser, was in der Leitung steht, ist erstmal warm, zimmerwarm, da kommt Kaltes hinterher und so weiter. Letztendlich ist es eben so, wenn man einen größeren Unterschied hat, dann kann die Filmschicht reißen. Die reißt nicht mit so einem kleinen Riss irgendwo, sondern die reißt über den ganzen Film eine Million Mal. Nennt sich Runzelkorn. Man kann dann immer sagen, ich habe das so gewollt, aber... Ich bin Hipster. Superklasse. Ich bin Hipster, ich mache Runzelkorn. Damit kommen wir nicht durch. Also spätestens, wenn irgendwann mal irgendwo jemand anguckt, die sagt, nee, hör mal, Runzelkorn. Und das ist nicht so schön. Mhm. Also da die Temperatur vom Wasser. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da habe ich ehrlich gesagt, das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Wie gesagt, das ist Jahre her, dass ich es gemacht habe. Ja. Ich hätte jetzt einfach kaltes Wasser genommen. Ja, also wenn das jetzt langsam kalt wird, weil jetzt kaltes Wasser nachläuft, wir müssen auch nicht daneben stehen und dauernd messen und so, das ist nicht so schlimm, weil das sehr langsam passiert. Das macht ja nicht plopp und das ist nur halt nicht so ein, nur nicht Schockfrost. Genau, ja, wir hatten 22 Grad von dem Fixierbad meinetwegen, Zimmertemperatur. Nicht und wenn wir jetzt mit 15 Grad aus einer kalten Wasserleitung hinterherkommen, dann kann es wirklich sein, dass wir einen Runzelkorn kriegen und das ist richtig, richtig. Wieder aus, gehen wieder raus. Und dann haben wir, hier steht noch Wasser drin. Das Schlusswässern jetzt, also das ganz zum Schluss, bevor wir den Film dann auch aufhängen, der kommt ja dann, wie gesagt, in den Trockenschrank oder sowas, ist die Schlusswässerung in destilliertem Wasser. Ah, okay. Das machen wir dann schon. Wir haben jetzt in Hamburg ja ziemlich gutes Wasser an für sich, aber trotzdem ist Kalk drin. Und wenn man es nur einfach auftrocknen lässt, es läuft halt nicht ab von diesem Film. Und dann hat man Ränder. Wasserflecken, die man nachher auf dem Bild wiederfindet und mühsam retuschieren muss. Was ist das? Ich habe hier so einen Eimer. Man kann letztendlich so im Baumarkt sich destilliertes Wasser kaufen und sich auch einen Behälter daraus machen, den man hier einfach in der Mitte durchschneidet. Man muss nicht so einen Eimer haben. Aber grundsätzlich destilliertes Wasser, das ist hier drin. Und dann habe ich Netzmittel, das ist im Grunde genommen sowas wie Spüli. Wobei in Spüli ist halt immer auch Parfum drin und Dings, das nimmt man nicht. Man muss dann schon sich ein Netzmittel besorgen. Und da kommen auch nur 2 Tropfen rein. Ja, reicht auf so einen Schluck, das wechselt man dann auch regelmäßig. Wie viel Wasser ist da jetzt drin? Hier sind 1,5 Liter drin, das ist nicht so viel. Ebenso gerade, wenn ich jetzt die Filme reintue, dass sie eben bedeckt sind. Mhm. So, jetzt kommt ein bisschen der Moment, wo der Frosch ins Wasser hüpft. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ist auch immer gut, irgendwie wenn man durchsichtig nicht durchgucken kann. Also sprich, man jetzt die Mitte der Achse nicht sieht. Das ist schon mal immer ein sehr guter Hinweis darauf. Okay. Super vorsichtig jetzt. Der Film ist nass und ganz empfindlich. Vor allen Dingen ist er das auf der Schichtseite, die wir innen drin haben. Trotzdem einfach aufpassen mit den Berührungen und so weiter. Machen jetzt einmal auf.
Und da sehen wir auch sehr schön, er ist jetzt auch nicht mehr so zickig, ne? Nee, genau, er ist jetzt einfach einmal richtig durchgespült. Ja. Da sieht man sehr schön, wie er aufgespült ist. Und genau zwischen diesen Schichten, da kann er eben auch die Chemie und so weiter sich gut bewegen. Den tue ich jetzt hier in dieses Wasser. Der fällt davon alleine raus. Und das mache ich mit dem zweiten Film genauso. Da haben wir es. Da sehen wir auch schon. Ah, es ist was drauf. Ah, es ist einfach. Das ist der Magic Moment. Ich sag's euch, das ist einfach so spannend, wenn man selber einen Film entwickelt hat und hat seine eigenen Bilder. Das ist immer wieder. Also selbst für mich, und ich mache das ja täglich, ich finde es spannend von den Kunden. Ich finde es viel spannender noch von meinen eigenen Sachen natürlich. Diesen Moment, wo ich sage, oh, ne? Ja. Jetzt kommt natürlich irgendwie so richtig der Moment, wo der Frosch ins Wasser hüpft. Sprich, diesen Film, alles ganz vorsichtig. Fang mal hinten an. Hier ist das Ende von dem Film. Und können wunderbar sehen, aha, ein Negativ reiht sich ans andere. Ganz toll. Und von der Belichtung her, das kann man jetzt schon sagen, perfekt. Wenn man jetzt ganz blasse Negative hätte, dann würde man feststellen, dass man zu wenig belichtet oder zu wenig entwickelt hat. Ja. Und wenn man ganz schwarze Negative hätte, wir haben zum Beispiel den Anfang vom Film, der ist ganz schwarz. Warum wohl? Weil wir den fürs Einlegen ja aus der Patrone gezogen haben. Deshalb ist er natürlich maximales Licht bekommen. Genau, dann gibt es meistens so ein, zwei Bilder, die macht man ja, schießt man leer. Genau, damit man nicht aus Versehen so einen Streifen wie hier oder so. Um den Film auf 1 zu spulen quasi. Genau, und hier fängt es auch mit Bild 1 dann an. Wunderbar. Spannende Sache. Ganz schön tatsächlich was geworden. Ja. Ja, ich hatte ja auch schon mal, ich hatte dir im Vorfeld schon ein bisschen was gegeben, weil wir brauchten natürlich etwas Material. Ich bin ganz glücklich, dass die Filme weitestgehend alle ganz gut aussehen. Ich habe auch mal ein paar Bilder mit deiner Mamiya 7 gemacht. Ja, das ist ja das große Bildformat. Da hat Großbild, man ja dann schon, nicht groß. Das Mittelformat nennt sich. Es ist ein großes Bild, aber es ist Mittelformat. Das ist 6x7, ne? Genau, 6x7. Das ist aber schon sehr ganz sehr tolle schön Kamera, groß. Aber da hat man natürlich nur 10 Bilder pro. 10 oder 12? Nee, 10 sind es. Ja, ne? 6x6 sind 12 Bilder, aber beim 6x7, das wird dann immer weniger. Ist, ja, und was ich hier habe, das hast du mir freundlicherweise gemacht, das ist ein klassischer Kontaktabzug. Genau, dann nimmt man den Film, den hat man ja dann geschnitten und eingetascht, wenn er trocken ist. Und der ist auch in einer Archivhülle, das heißt, die Hülle an sich schützt den Film auch, nicht nur indem sie kein Lösungsmittel oder ähnliches enthält, sondern auch einfach gegen Staub. Und dann macht man eine 1:1 Kopie, indem man es da drauf legt und sieht es, das passt ziemlich gut. Und dann auf ein Blatt quasi den ganzen Film belichtet. Ist einfach dazu da, damit man dann sehen kann, was ist was geworden. Ja, genau. Dann kann man natürlich mal mit der Lupe beigehen, was ist scharf. Ja, ja, auch wichtig, genau. Und natürlich auch Ausschnitt letztendlich vielleicht bestimmen, wenn man sagen, das möchte. Wenn man jetzt, man hat ja hier auch eine Serie fotografiert, um einfach zu sagen, das ist das beste Bild, Olli, bitte das vergrößern. Genau, ja. Das ist, genau, das ist der klassische wunderbar. Weg. Ja, Mittelformat finde ich, das ist fast schon. Also man kann es schon ausschneiden, das ist eigentlich schon zum Einrahmen fix und fertig ein Bild. Also das hat schon Charme, ne? Das ist schon toll. Also so fürs Portemonnaie, so ein Mittelformat, finde ich schon sehr cool. Gut, jetzt wird, dafür braucht man ja einen Vergrößerer, deine Dunkelkammer und so weiter. Richtig. Das ist natürlich jetzt der nächste Step. Mhm. Könnte man vielleicht mal einen zweiten Film draus machen? Könnte man, also müssen wir ein bisschen im Dunkeln filmen. Dann, aber wir kennen es ja jetzt schon aus dem Dunkeln. Wir können ja schon fühlen schauen im Dunkeln. Wir mal. Dann ist wir ja schauen mal, wie das Feedback ist von den Zuschauern. Aber es gibt natürlich auch noch eine andere Möglichkeit. Also man kann ja auch die Negative nehmen und auf den Scanner legen. Genau. Ja, also da geht auch ein normaler Durchlichtscanner, das muss er können. So ein Flachbett, also, ja, genau, ein Flachbettscanner. Er muss eben Durchlicht scannen können, sonst geht es nicht, weil es ja das Negativ ist, ja nun mal durchscheint. Ja. Damit geht es ziemlich gut. Entsprechend Programm und weiß ich was alles, da ist ja jeder unterschiedlich ausgestattet. Das kann man machen. Man kann es auch noch einfacher machen, wenn man jetzt eine Digitalkamera besitzt, mit der man gut dicht rangehen kann. Best Case ist natürlich ein Makroobjektiv, aber letztendlich kann man da auch improvisieren. Kann man es auch auf dem Leuchttisch oder aber auch einfach an der Wohnzimmerscheibe ankleben und abfotografieren. Ja. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Gibt's sogar um die Bilder so Durchlichtvorsätze. Das gibt es auch, direkt auf die Kamera draufzusetzen. Genau. Gibt es wieder, muss man ja sagen. Es ist ja lustigerweise den Dia-Duplikator, den hat es ja nun 100 Jahre lang gegeben. Aber da das ja alles wieder auch gebraucht wird. Und das mache ich ja auch oft, dass die Leute den Film entwickelt haben wollen und dann einfach den Scan davon bekommen, statt diesen klassischen Kontaktbogen. Ja, wobei ich den Kontaktboden
Ach, sehr das ist ja wieder dieses Haptische. Finde, ne? Wir sind ja dabei, sehr, wir wollen ja anfassen. Ja, genau. Und dann ist das schon ganz cool. Bleibt zum Schluss eigentlich nur noch, dass wir das Yobo Starter-Set. Da war ja noch was. Genau, das wollen wir ja noch verlosen, genau. Das hatten wir ja versprochen. Wir machen das relativ simpel. Ihr könnt teilnehmen, indem ihr einfach unter dieses Video einfach mal schreibt, warum ihr gerne dieses Set haben möchtet. Also was würdet ihr gerne analog fotografieren? Ja, ja, also mal so ein paar Gedanken, ja? Ja, genau. Das ist, ne, einfach mal so, was sind eure Ideen, analog fotografieren, warum wieder? Und wie, ich finde das immer ganz spannend. Wie der Wunsch jetzt entsteht, dass man das Set haben möchte, um eben selber seine Filme zu entwickeln. Es gibt Leute, die steigen ganz neu ein, die haben es noch nie gesehen. Genau. Da gibt es welche, die machen es wieder, weil sie so ein bisschen... Ja, das Wieder kommt ja ganz oft. Das Wieder, ist genau. Und dann ist so ein Einsteiger-Set ist natürlich einfach eine coole Lösung. Also einfach kommentieren und da müsst ihr aber bitte hier auch den Kanal ein bisschen im Auge behalten, beziehungsweise auch dieses Video, weil die Auflösung werden wir dann natürlich hier auch auf YouTube, beziehungsweise als Kommentar unter das Video drunter packen, damit wir euch dann halt auch in irgendeiner Form kontaktieren können. Olli, mir hat es super viel Spaß gemacht. Ja, ich fand es auch riesig. Schön. Ja, ich finde, es macht vor allem auch ein bisschen Lust, es selber auszuprobieren. Ja, ja. Dieses Erfolgserlebnis, wenn man den Film rausholt, ist. Das ist einfach das Coolste überhaupt. Ne? Das ist irgendwie. Dann verfliegt es gibt nochmal später nochmal einen Magic Moment in der Dunkelkammer. Aber den Film das erste Mal zu sehen, das ist auch. Also nach all den Jahren ist es irgendwie immer wieder der Augenblick, wirklich im wahrsten. Ich bedanke mich vielmals bei dir, dass du auch so viel, diese kleinen Mini-Tricks und Kniffe verraten hast, weil ich glaube, das sind manchmal die Anfangshürden, die man natürlich nehmen muss. Na klar, das ist... bedanke mich natürlich auch bei den ganzen Zuschauern, würde sagen, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Das würde ich auch sagen. Tschüss. Bis in bald. Tschüss. Devotion.